So, da hängt schon mal irgendwie ein toter Kollege. Ich weiß nicht, ob es klug ist, jetzt so in den Raum hier rein zu hüpfen. Weil ich glaube, da ist mehr wie einer. Wir probieren es mal hier. Da ist auch einer, der uns gleich entgegenspringt. Nix da, mein Freund, hier. Jetzt können wir da noch mal. Da kommen auch schon wieder. Da komm, mit euch probiere ich es jetzt. Okay, also der hier mit der Axt, der macht schon ordentliches Damage. Gegenstand aufheben, Wurfmesser. So. Ist noch einer da? Ja, da hinten in der Ecke. Haben wir schon 1490 Seelen gesammelt. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Holzbolzen. Bestimmt für eine Armbrust. Heißt, bringt uns also noch gar nichts. Wieder ein Wurfmesser. Und ich glaube, hier sind auch schon wieder welche. Ja. Ach du Scheiße, es ist sogar noch so ein großer. Geh weg da. So, erstmal hier den hier. Nochmal einen kassiert. Irgendwie muss ich hier auch noch ein bisschen so die Schlagdistanz rausfinden. So, jetzt habe ich dich aber. So, was gibt's denn hier noch? Feuerbombe. Das ist ja sehr schön. So, hier haben wir dieses Ding da, was ich schon erwähnt habe, weil man hier nicht springen kann. Wenn einem sowas dann im Kampf passiert, ist das sehr blöd. Versuch Zunge. Hier will ich aber nichts ablecken, mein Freund. Ich wollte eigentlich nur genau hier den Lebensstein. Mit denen kann man sich nämlich auch einmal komplett hochheilen und das werden wir wohl jetzt auch mal brauchen. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich die wie so Schokoriegel oder was reingefressen habe in mich. Wusste ich doch, dass der da oben Bogenschütze ist. Na, da geht's aber gleich mächtig zu. Und da sind wir wieder. Ich sag ja, das Game ist wirklich jetzt für Leute, die das mehr actionreich angehen wollen, nicht so gemacht. Aber das Gute ist, so können wir immerhin noch ein bisschen Seelen sammeln. Da haben wir wieder einen Kollegen. Komm, dich lock ich mal einzeln erstmal hierher. Und wenn man sich einzeln mit euch anlegt, ist das Ganze nämlich noch ein bisschen cooler. So, dich auch mal. Das einzig Tolle ist, wenn man es halt dann schon mal gemacht hat, dann weiß man schon, wie man hier vorgehen muss. Beziehungsweise, wie man es besser machen kann. So, erstmal hier hin. Da kommt der Kollege. Kriegt er hier ein paar Mal unser Schwert ab. So, jetzt müssen wir den Kollegen da wieder herlocken. Weil mit dem zu kämpfen, mit dem Bogenschütze, könnte etwas blöd werden. Okay, er hat das jetzt besser gemacht. Und warum trifft uns der Arsch da mit dem Bogen? Hat er doch eine ganz schöne Reichweite, der Kerl. So, das war ein Doppelhit. Ich habe ihn dafür auch erwischt. Und dann haben wir da wieder einen Lebensstein. So, einmal ausweichen und dann kriegst du hier jetzt auch deine Abreibung. So, dich mache ich auch noch kurz. Dann können wir uns hier so einen Lebenstrank reinhauen. Und wie ihr jetzt seht, oben der rote Balken ist wieder ein Stück kleiner geworden, weil wir halt jetzt ein paar Mal drauf
beziehungsweise einmal draufgegangen sind, ist er wieder ein Stück zurückgesetzt worden. So, wer steht hier auf von euch? Du. Okay. Zack, dann bist du weg. Dann können wir uns erstmal hier um den wieder da oben kümmern. Und natürlich, wo sieht denn der uns, frage ich mich eigentlich. So, der ist zumindest ziemlich einfach. Und da unten guckt auch einer rum. Keine Ahnung, ob der zu uns hochkommt oder nicht. Ich glaube es ja fast nicht. Dann geben wir hier mal ein bisschen Gas, damit es schneller geht. Dann packen wir uns hier den Freund einmal anvisieren und dann gibt's den hier. Haben wir wieder ein paar Seelen. Okay, da müssen wir ja nicht mehr hin, weil da haben wir ja schon das Zeug eingesammelt. Okay, so, dann einmal hier. Wieder runter. Runterklettern. Ey, schau mal. Ja, komm, probier's, da war ich's nochmal. Und zack. Ach scheiße, der kann auch zuhauen. Na warte, wenn du jetzt hier oben bist, dann will ich dich eigentlich hier runterhauen. Ah, der konnte auch sehr gut blocken. Super, das war jetzt ein bisschen Blödheit von mir. Wird uns gleich wieder den nächsten Lebensdrang kosten, damit wir da nicht gleich wieder drauf gehen. Und wir haben noch ein paar Gegner vor uns. Das war halt jetzt was ich mir hätte schenken sollen. Obwohl wir da eigentlich... Obwohl für die Seelen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, genau. Warum kann ich sowas nicht, frage ich mich. Ich glaube trotzdem, dass wir hier probieren, wieder alle wegzumachen, weil so kommen wir zumindest ordentlich an Seelen wieder. Und dann können wir uns eigentlich gleich mal aufleveln. Ich glaube, dann sollten wir genug zusammen haben, dass wir ein Level aufsteigen können. So. Und wie ich ja schon rausgefunden habe, den Schwertkämpfer, den wir uns damals gewählt haben, ist anscheinend wieso schon eins der stärksten Charakter hier, die man hier so spielen kann. Das heißt, da habe ich ja eigentlich schon mal einen gewissen Vorteil. Also wie man sieht, ist das Spiel trotzdem noch ganz schön, ja, etwas mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Obwohl ich sagen muss, dass es auch wirklich Spaß machen kann, wenn man mal weiß, wie es geht. So, dich haben wir auch weggemöbelt. So, komm her. Zack. Okay, da gibt es noch einen, der aufsteht. Und da ist gleich der nächste. So, haben wir schon wieder über 1000 Seelen. Das ist doch gut. Da liegt wieder irgendwas. Vielleicht was Nützliches. Also diese Handschuhe hatten wir doch schon mal. Ich glaube bloß nicht, dass die uns irgendwie großartig was bringen. So, ich glaube, ich mach's wieder auf die Technik. Das letzte Mal ist es mit dem Flüchten noch besser gegangen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal wieder den hier. So, die haben wir dieses Mal beide auf einmal hinbekommen. Das ist doch schon mal was sehr Gutes. Und jetzt war hier noch einer. Da steht da schon auf. Ich dachte gerade, der lebt noch, aber sah jetzt gerade nur so aus. So. Hier mal wieder die Kiste kaputt machen. Hier nehme ich mal die Sprungrolle, weil es damit irgendwie schneller geht.
Natürlich müssen da gleich wieder zwei ankommen. Und dieses Mal haben wir sie. Hat da nicht einer was verloren? Nee. Okay, soweit sind wir aber das letzte Mal auch gekommen. Und jetzt werde ich dann, glaube ich, mal einen kleinen Umweg machen. Werde jetzt nämlich hier nicht wieder hochlatschen. Sondern wir werden uns jetzt erstmal aufleveln und gucken, ob wir dann weiterkommen. So. Einmal runter. Und ab zum Leuchtfeuer. Und da kann man dann nämlich auch, ach wie schön der hier noch ins Wasser rutscht, so nachträglich. Dann gehen wir einmal hier hin und sagen Reisen, und zwar nach Machula. So, dann sind wir wieder in Machula, wo wir übrigens jedes Mal hin müssen, wenn wir uns aufleveln wollen. Ja, die erzählt uns wieder immer denselben Schmarrn. So, jetzt können wir hier aufsteigen. So, auf was möchte ich denn erstmal gehen? Ich glaube, wir haben am meisten Probleme hier noch mit unserem Leben. Das heißt, das vielleicht mal ein bisschen hochpowern. Für mehr reicht es dann noch nicht, aber das können wir eventuell noch hinkriegen. Jetzt haben wir hier erstmal kurz den Segen erhalten. Wir können jetzt aber noch was anderes machen, was ich durch ein Let's Play gelernt habe. Haben wir hier benutzen gleich mal alle drei. So, dann machen wir das hier auch noch. So, jetzt haben wir nämlich schon wieder fast 2000 Seelen. Wieder der ganze Schmarrn. Und dann können wir hier nochmal aufsteigen. Vielleicht sogar dieses Mal zweimal. Ja. So, dann haben wir hier nochmal unser Leben aufgelevelt. Können wir nochmal aufsteigen? Ja, können wir. Ist nämlich auch gar nicht so gut, wenn man jetzt so ewig viel Seelen sammelt. Weil wenn man stirbt, dann verliert man seine Seelen. Dann fängt man also immer wieder, egal wie viel man hat, immer wieder bei Null an. Jetzt haben wir zumindest mal unser Leben wieder hochgelevelt und können jetzt auch wieder schnell zu unserem Feuerchen hinreisen. So, dann sind wir wieder hier. Und das, was mir natürlich klar war und euch wahrscheinlich auch, dass die Gegner dafür halt wieder da sind. Und das, was ich auch gelernt habe, hier mit den Dicken sollte man sich auf gar keinen Fall anlegen. Weil wenn man da Pech hat, machen die einen mit einem Schlag fertig. So. Ach, schade dafür. War mein Schwert jetzt ein bisschen zu kurz. Ich dachte, wir hätten sie beide hinkriegen können. Die Dicken da geben zwar richtig fett Seelen, aber wie gesagt, man kann da sehr schnell drauf gehen. Aber wenn ihr das mal wollt, dass ich mal mit so einem Dickerchen da aufnehme, ich wäre bereit, wenn ihr euch das wünscht, dass ich es mal probiere. Locken wir erstmal den hier wieder weg. Können wir uns lieber einzeln vornehmen. Aber ich habe ja wieso erfahren, dass Dark Souls wohl bekannt dafür ist, ein sehr heftiges Spiel zu sein, weil man hier halt wirklich oft mal sein Leben lassen wird. Also ihr könnt damit rechnen, dass das Woche nicht unser einzigster Tod war, sondern es werden wahrscheinlich noch weitere folgen. Weil wie man sieht, man braucht nur ein... Eigentlich müssen wir uns jetzt bloß viermal treffen und dann war es das mit uns. Aber ich glaube, das Ganze hier habe ich eigentlich schon wieder zum größten Teil verkackt. Weil wir schon wieder so wenig Energie haben.
So, da haben wir nochmal. Und da kommt der andere Kollege noch. Zack, haben wir das auch nochmal. Ich wechsle hier schon mal wieder auf unseren Heiltrank. Weil das Positive bei dem ist, dass der sich jedes Mal, wenn man so um Leuchtfeuer sind, sich eben wieder auffüllt. Und so Lebenssteine, die sind halt dann weg, wenn sie weg sind. So, und da steht wieder einer auf. Anvisieren. Und zweimal drauf. Eine bessere Waffe wie die, die wir haben, haben wir im Moment noch nicht. Ich habe aber gesehen, dass es da später noch ganz andere Waffen gibt mit Feuerschaden und Blitzschaden und alles Mögliche. So, komm her. So. Oben haben wir dann auch noch welche. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Den da oben und der, der dann noch die Leiter runterklettert. Ich glaube, die mache ich jetzt dann erstmal als erstes. Ach, der ist schon tot. Ich dachte gerade, der müsste noch aufstehen, aber nix da. So, einmal hier hochklettern, dann kommt der Kerl. Wir bringen uns etwas in Sicherheit. Und dann geben wir ihm hier erstmal sein Willkommensgeschenk. So, wie sieht's denn hier aus? Da haben wir wieder den Kollegen. Den kriegen wir immerhin auch ziemlich schnell noch fertig hier. Weil wir halt schon so eine relativ gute Anfangswaffe hier bekommen haben als Schwertkämpfer. So. Einmal runterklettern. So, ich glaube, hier haben wir eigentlich fast alle. Ich glaube, da fehlt uns bloß noch hier die vordere Hälfte. Können wir auch nochmal abernten. Du bist auch schon tot. Du noch nicht. So. Und den nächsten bitte. Und ich glaube, als nächstes leveln wir da mal die Stärke auf. Ich glaube nämlich, dann machen wir auch mehr Damage bei unseren Gegnern. Oh, der war jetzt schneller wie ich. Das war blöd. So, jetzt bin ich aber dran. Wow, und da wollte sich doch glatt noch so ein Scheißer von hinten anschleichen. Haben wir schon wieder fast 1000 Seelen. Und da steht schon wieder einer auf. So. Okay. Na, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber auch gut. Das hat dieses Mal geklappt. Zwei auf einmal. Aber man merkt halt immer noch hier beim Kämpfen, dass ich da eigentlich immer noch wahrscheinlich zu aktiv vorgehen möchte. Weil ich das halt noch nicht so wirklich verinnerlicht habe, dass man hier langsam machen sollte. So, dieses Mal nicht. So, jetzt bist du meiner. So, hier hatten wir dann zwei, meine ich. So, erstmal hier ein bisschen in Sicherheit. Komm, 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 weg. Also das hier halt mit der Ausdauer, die nur so für ein, zwei Schläge da ausreicht. Sollten wir vielleicht auch mal dann gucken, dass wir das mal aufleveln. Wenn das überhaupt geht. Da haben wir noch einen. Zack. So, jetzt wird's wieder lustig. Da kommt nämlich wieder der Große. Ja, der uns natürlich gleich erstmal wieder erwischt.
Jetzt bin ich aber dran. Ja, dafür gleich nochmal der andere. Alles Gute, schauen wir, dass uns jetzt nicht mehr ganz so viel abgezogen wird, dadurch, dass wir es aufgelevelt haben. Wenn sie uns hier erwischen und wir haben noch keinen Lebensstein und keinen Energietrank verbraucht, ist ja auch schon mal was wert. Aber ich glaube, sicher ist sicher, ich habe jetzt keine Lust, da oben schon wieder drauf zu gehen. Und da sehen wir jetzt, da liegen noch unsere Seelen rum. Und wenn wir das dieses Mal schaffen, ohne drauf zu gehen, so, erstmal weg hier. Da wirft nämlich noch einer mit Bomben. So ein fieser Sack. Zack, hat uns schon wieder erwischt, der Arsch. Da oben steht der. Und es muss natürlich wieder so ein dickerer sein. Und einen Bogenschützen haben wir hier auch noch. Ist ja ein Traum. So, jetzt komm aber her. Was ist in Gefahr? Hier ist doch gar nichts in Gefahr, außer ich selber. So, okay, jetzt brauchen wir doch einen Lebensstein. Und die heilen halt auch nicht ganz so schnell hoch wie der Drang. So, jetzt hole ich mir gleich den blöden Bogenschützen da. So, jetzt haben wir erstmal das verlorene Gut. Einen Lebensstein kriegen wir auch noch wieder. Wunderbar. So, aber ich glaube, an den scheiß Bogenschützen kommen wir noch gar nicht ran. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So, da hinten liegt was. Ah, da wartet natürlich auch wieder jemand. So, haben wir schon wieder 3000 Seelen gesammelt. Und was hast du? Zauberurne. Hab ich noch keine Ahnung, wofür die gut ist. So, einmal hier öffnen. Gucken wir erstmal da hoch. Dann wissen wir immerhin gleich mal, wo es dann weitergeht. Öffnen. Verschlossen. Okay, das heißt, hier kommen wir noch nicht hin. Oder es könnte auch sein, dass man den Bereich nur mit so einem Special-Item dann... Okay, da geht's noch runter und ich glaube, draußen geht's auch noch runter, ne? Ich glaube nämlich, dass wir da auch noch hinkommen könnten. Sag mal, war das gerade unsere Kampfstelle? Ja. Da haben wir nämlich noch was übersehen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man hier alles mitnehmen sollte, was man so bekommen kann. Faustschild. Ah, jetzt haben wir unser erstes Schild. Das ist doch schon mal was. Mal gucken, ob wir das irgendwie dann auch noch einsetzen werden. Ist aber vielleicht gegen die Bogenschützen da gar nicht so schlecht. So, jetzt quatschen wir erstmal hier. Kauft etwas, irgendetwas. Komm schon, helft einer alten Frau und kauft etwas. Okay. Gucken wir mal, was die uns so bieten kann. Ja. Handaxten. Auch nicht so besonders. Ich glaube, das, was wir haben, ist da eigentlich im Moment noch das Beste. Was haben wir hier noch? Rüstungen sind arschteuer. D, B, D, D. Okay, hier. Ich glaube, D ist das Stärkste. Was die gut uns verkaufen könnte. Was können wir hier denn noch kaufen? Eine Feuerbombe. Okay, haben wir schon eine eingesammelt und haben die noch nie. Ah, jetzt weiß ich zumindest, was die Zauberurne kann. Da unten gibt es einen Schlüssel. Lengikra öffnet Schmied Lengrits Laden in Machula. Hey, den kaufe ich mal. Lebensteine und so, nee, würde ich jetzt eigentlich noch nicht kaufen.
Was gibt's hier noch? Seelenpfeil? Wunder. Okay, hier mit dem ganzen Zauberzeug kenne ich mich noch nicht aus. Und ich glaube, dafür müssten wir uns auch erst dementsprechend hochleveln. Na, jetzt können wir immerhin schon mal eine Quest dann erfüllen. Einmal hier Feuer anmachen. So, dann reisen wir nochmal nach Machula. Da können wir dann nämlich einmal dem Schmied seine Schmiede aufmachen. Aber erstmal quatschen wir wieder hier. So, aufsteigen. So, ich glaube, ich gehe jetzt hier nochmal auf die Gesundheit. Und hier ist das Zaubern. Und die Stärke nehme ich dieses Mal mit. Okay. So, dann machen wir jetzt noch dem Freundchen da seine Schmiede auf. Mal gucken. Hier gibt es immerhin schon mal eine Truhe. Ein Kurzbogen haben wir schon mal gefunden. Na, das ist doch schon mal was. Bräuchten wir bloß noch Pfeile. Gut, mehr gibt es hier dann scheinbar nicht. Dann können wir jetzt mit ihm hier noch kurz quatschen. So. Okay, bei dem können wir später wahrscheinlich dann noch irgendwelche Sachen kaufen. Jetzt, wo wir seine Schmiede eröffnet haben. Und dann nicht Nachricht lesen. Dann können wir wieder zurückreisen. So, das ist nämlich das Optimale, wenn man ein neues Leuchtfeuer hat, weil da ist man nicht wirklich weit und nicht wirklich zurückgeworfen. So, aber da ich ja schon gelernt habe, wird der hier wieder ankommen. Na klar kommt er. Ah, aber ich glaube, wir machen jetzt schon ein bisschen mehr Damage. So. Ich glaube schon, dass wir hier... Ja, okay, ein bisschen Fallschaden haben wir kassiert, aber wir sind unten angekommen. Da habe ich jemanden. Okay. Ich glaube, hier muss man extrem drauf aufpassen, dass wir da jetzt nicht runtersegeln. So, wunderbar. Mal gucken, was uns da unten erwartet. Aber erstmal hier natürlich wieder sowas, was ich so gerne mache. Nämlich das Springen und jetzt wisst ihr auch warum. Ja, ach so, der ist unter uns. Ach, der ist da runtergeflogen. Dachte mir gerade, wir erwischen den Kerl ja gar nicht. So, jetzt aber. Nein. Kommen wir da auch irgendwie wieder hoch, dass wir uns das hier vielleicht noch abholen könnten? Okay, das haben wir wohl erstmal verkackt. Vielleicht kommen wir später wieder irgendwie hoch. So, wo geht's denn hier weiter? Über dem Baum hier oder was? Es ist ja wieder so eine leicht gefährliche Sache hier. Erstmal aufsammeln. So, ich war schneller. So, wo sind die nächsten? Sind gleich wieder zwei. War mir irgendwie klar, dass das nicht hinhaut. So, ja. Tob dich aus. Und dann darfst du sterben. Immerhin funktioniert das Seelensammeln hier echt relativ schnell. Mal wieder ein Lebenstein, wunderbar. So, was ist mit euch zwei Kollegen hier? So, erstmal dich. Der andere hat uns noch nicht bemerkt, das ist doch gar nicht mal so schlecht.
Und hier gibt's irgendwie überall noch so versteinerte. Oh, da steht einer drin. Ich glaube, das mache ich nicht. Immerhin bewegen die sich nicht. Sieht aus, wie wären das irgendwie ein bisschen heftigere Gegner. Dann probiere ich es erstmal auf die Feigling-Art und umgehe die. Was ist denn das? Ich hoffe, gegen das Viech muss ich nie kämpfen. So, komm hier, mach auf. Und schnell rein hier. Glaub nämlich, das Viech, das würde uns wegballern. So, gucken wir mal. Langschwert Feuer. Na, das schauen wir uns doch gleich mal an. Habe ich ja schon erwähnt. Ach Quatsch. Hier, Inventar. Wo sind denn die Waffen? Hier. Gucken wir mal. Also das, was hier das Rote ist, das ist das, was wir ausgerüstet haben. So. Auswahl ablegen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie falsch. Nee. So. Wie sieht's denn mit dir aus? Info-Anzeigen, gerade Standardschwert. Dieses gerade Schwert reicht in den meisten Belangen aus, wenn es richtig geführt wird. Jene, deren Ziel das Meistern des Schwertes ist, werden es bestimmt einmal auf ihren Weg benutzen. Klingt sehr nach uns, weil wir ja wieso schon der Schwertkämpfer sind. So, hier haben wir natürlich keine Munition für. Hier haben wir noch das Schild. Glaub. Okay, das ging aber anders. Das ging so. So, die linke Waffe tauschen wir jetzt mal gegen das hier. Wo ist unser Feuerschwert? Guck mal, das macht ja eigentlich schon ein bisschen Damage. Wie sieht's denn hier? Feuerschaden 78. Komm, das testen wir jetzt mal. So, komm, spuck noch mal. Und dann weg hier. Jetzt haben wir schon mal eine bessere Waffe gefunden. Irgendwie sieht der mir von hinten gepanzert aus, ne? Das ist so eine Art Schildkröte oder irgendwas. Ich glaube, den von hinten anzugreifen ist jetzt nicht so die geile Idee. Weil das könnte böse ausgehen. Da überlege ich mir gerade noch. Natürlich würde ich hier erstmal den Kollegen ganz gerne wegzimmern. Aber der sieht uns irgendwie nicht. Warum siehst du uns nicht? Leider haben wir auch keine Fernwaffe oder irgendwas. Auch das ist ja süß, das kleine Schild hier. Oh, jetzt ist aber einer auf uns aufmerksam geworden. Na komm her. So, erstmal zuhauen lassen. Oh, und der macht aber noch recht ordentlich Damage. Weg, weg, weg. Ob ich mir da nicht noch ein bisschen zu starken Gegner angelacht habe. Müssen wir auf alle Fälle ein bisschen mit Vorsicht angehen. So, komm, noch ein Schlag. Zack. Ja, der hat dafür ganz schön gut Seelen gegeben. Ist doch schon mal was. Hier erstmal den. Da liegt noch was. Also ich hoffe ja echt, dass wir jetzt nicht gegen das fette Viech da kämpfen müssen, was uns da vorher bespuckt hat mit Feuer, weil das schaffen wir hundertprozentig noch nicht. Ich glaube eher, dass wir hier unser Glück mal hier in der anderen Höhle hier probieren werden. Da liegt ein Schwert. Frage ist, ob wir das aufsammeln können. Komm, wir gucken jetzt mal kurz.
Wir haben doch hier sowas aufgesammelt. Hier, Feuerbombe. Explodiert und richtet Schaden an. Benutzen. Stört denn ja gar nicht. Geile Scheiße. Ah, sowas habe ich doch irgendwie geahnt. Aber dafür haben wir ihn jetzt ein bisschen ordentlich Damage verpasst. So, der ging doch jetzt schon ganz gut. Dann schauen wir mal. Super Sackgasse, hier gibt es nur irgendwas zum Einsammeln. Fußsoldatenschild. Ist das besser wie das, was wir gerade haben? Mal kurz gucken. Schilder. Sie hat Abwehr 60, das hat 42. Nee, dann bleibe ich doch hier lieber bei dem Kleinen, was dafür 62 in der Abwehr hat. Und da ist dann die Leiter. Ich nehme an, dann müssen wir wahrscheinlich hier wieder hoch. Okay. Da sind sie zum Glück noch alle tot. Ich glaube, wir probieren uns jetzt da hinten noch das Ding. Dieses Mal hat es geklappt. Gegenstand Menschenschild. Wird uns noch hilfreich sein. So, okay, jetzt. Ah, jetzt müssen wir wieder hier rein, oder wie? Da stehen doch dann auch wieder alle Gegner da, oder? Natürlich stehen sie da. Du warst das letzte Mal aber noch nicht da und dann nehme ich klar noch den Pfeil mit. Das hätte jetzt fast böse ausgehen können. Ach, der hat auch ein Schild und kann blocken. Wir haben keine Ausdauer mehr. Schnell rein hier. Und wieder drauf gegangen. Wunderbar. Ach so, Menschenbild, okay, ja, du, so in der Hektik kann man sich da schon mal verlesen. So, komm erstmal dich hier. Dafür haben wir jetzt hier so ein cooles Feuerschwert. Irgendwie bin ich auch am Überlegen, weil wir jetzt wieso wieder. Nein, ich glaube, dich lasse ich erstmal hochkommen. Ich glaube, den Fehler mache ich nicht nochmal und mache mit dir so einen Leiterkampf. Aber trotz unseren coolen Schwertes hier brauchen die immer noch zwei Schläge, dass die down sind. Vielleicht können wir uns dann den jetzt zumindestens. Ja. Zack, hier, friss mein Special Move. Und du mit deinen hässlichen Feuerbomben da. Du bist der Nächste. So. Da liegt unser verlorenes Zeug. Können wir uns doch schon wieder aufleveln. So. Wo ist eigentlich. Ach, die sind ganz da hinten, die scheiß Bogenschützen. Okay, an die kommen wir einfach noch nicht ran. Die müssen wir uns später da mal zu Gemüte führen. Und da unten waren wir doch gerade, ne? Mal vorsichtig hier an den Abgrund. Da liegt auch noch irgendwas. Ah, da müssten wir irgendwie hier von der anderen Seite kommen. Was jetzt wahrscheinlich noch nicht geht. Okay. Hier kommen wir auch nicht rüber, weil wir ja nicht springen können. Na wunderbar. Bin gerade echt am Überlegen, ob wir der Dame da mal die eine Waffe abkaufen. Obwohl es mich natürlich später ärgern würde, wenn wir die eventuell dann im nächsten Abschnitt bekommen. Aber ich glaube, diese Axt da war gar nicht so übel mit 700 Schaden.
aber ist dafür wahrscheinlich auch sau schwer und man kann damit nicht schnell zuschlagen. So, erstmal wieder hier nach Majula. So, und ich kann euch mal eins zeigen, was ich euch ja noch nicht gezeigt habe. Jetzt haben wir ja so ein Zombie-Face, wenn wir uns von vorne angucken. Ne? Und wenn ich dann mal das Menschenschild, was ich jetzt dann auch einmal benutzen werde, mache, dann werdet ihr sehen, dass wir da wieder menschlich sind. So. Aber wir können uns nur einmal aufleveln. Okay, ich gehe aber lieber nochmal auf Leben. Glaube, das werden wir noch ein bisschen mehr brauchen. So, Rest können wir hier noch nicht machen. Jetzt werde ich aber einmal das Menschenschild nehmen. Oder das Menschenbild. Obwohl, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Seelen. Komm, bevor wir die Seelen wieder durch irgendeine Blödheit verlieren, nehmen wir uns die doch lieber erst nochmal rein. Komm, jetzt mache ich auch noch das Menschenbild. Benutzen. Menschlichkeit zurückerhalten. Ja, kennen wir schon alles. Einmal knien. So, jetzt hat ja der Germfighter hier gemeint, das müsste die Ausdauer sein. Hier Hilfe. Ein Attribut, das die Gesamtausdauer bestimmt. Okay, das heißt, wir nehmen einmal das. Was ist denn das hier? Belastung wahrscheinlich. Belastbarkeit. Bestimmt die maximale Belastung durch das Gewicht. Okay, ich glaube, das brauchen wir noch nicht so wirklich. Zauberei-Attribut, das die Anzahl der einstimmbaren Zauber bestimmt, erhöht die Zaubergeschwindigkeit. Okay, wir haben bis jetzt noch gar nichts gezaubert. So, das hier war Stärke. Was ist das hier? Geschicklichkeit, Attribut, das das Tragen von Waffen erfordert, ermöglicht, erhöht auch die Angriffsstärke. Guck mal, das hört sich doch nicht schlecht an. Anpassung erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben. Erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Okay, das ist mir noch ein bisschen zu. Intelligenz, Attribut für das Wirken von Zaubern. Erhöht Magie, Abwehr und stärkt Zauber. Okay, glaub, brauchen wir noch alles nicht. Das letzte noch, Wille, Attribut zum Wirken von Wundern. Erhöht Blitzabwehr und verstärkt Wunder. Okay. Könnte vielleicht später mal ganz interessant sein, ne? Ich glaube, was war das? Das hier, ne? Erhöht Beweglichkeit. Nein, ich wollte. Geschicklichkeit. Angriffsstärke, genau. So, hier, das nehmen wir auch nochmal mit. Sind wir gleich nochmal aufgestiegen und sollten jetzt eigentlich auch mehr Damage machen. Mehr Leben haben wir jetzt auch. Dann können wir wieder reisen. Na, wo reisen wir hin? Natürlich hier. Und flupp. Giftpfeil. Ja, sowas hätte ich gerne. So, okay, oben haben wir ja schon geguckt. Ach komm, weil es so Spaß macht, will ich hier den hier nochmal kurz mitnehmen. Okay, keine gute Idee. Zack, hilft uns aber natürlich ein bisschen beim Aufleveln. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen, einfach weil wir uns da ein bisschen blöd angestellt haben. Und zack, ist unser Leben wieder voll. Und in dem Fall haben wir nur gewonnen und nichts verloren. Ach, da ist der Feuersalamander, gegen den ich nicht antreten möchte. Was gibt's hier Nettes? Doch auch irgendwie so ein Zombie-Krieger.
Zack. Ach, scheiße, da kommen ja dann aber gleich mal ganz schön viele. Oh, das war jetzt aber mehr Glück wie Können. Nur um das mal festzuhalten. So. Da liegt noch was. Und da gammelt noch mal so einer. Okay, ich glaube, ist der richtige Zeitpunkt, um hier noch mal den hier. Obwohl, wenn wir den jetzt anhauen. Ach, der steht jetzt sogar von alleine auf. So. Aber ich glaube, das, was wir jetzt aufgelevelt haben, ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir sollten dann noch ein bisschen mehr so ins Damage reingehen. Weil Leben haben wir ja jetzt relativ gut schon gesteigert. So, was gibt's denn hier noch? Nebel. Blutfleck. Ach, da kniet auch noch so einer. Komm. Hier, die steche ich ab. Und nochmal. Und der war ja selten dämlich. Nebel berühren. Jo, wo ist denn man hier? Ah, jetzt sind wir. Okay, da ist gerade einer in den Tod gejumpt. So, hier können wir jetzt hoch. Und wo bringt uns das hin? Ach, da steht wieder so eine komische Schildkröte. Müssen wir uns wieder hier mit der Schildkröte anlegen, was? So, der kommt schon. Ach, da ist ja noch einer. Ja, das war sehr schön. Gefällt mir sehr gut, was du da gemacht hast. Lebenstein haben wir dafür auch noch bekommen. Da oben gammelt noch einer ab. Gucken, wie sieht's denn hier oben aus? Wo, was kommt denn da geflogen? Ah, ich glaube nicht, dass ich mich mit dir anlegen möchte. Ah, okay, aber der haut erstmal wieder ab. Sage ich ja, manchmal lohnt sich hier abwarten einfach. Wo bist du denn jetzt schon wieder hergekommen? Und das Blöde ist auch noch, dass die hier alle so Feuerbomben oder was bei sich haben. Okay, weg hier. Nochmal einer weniger. So. Komm her. Also so ein großer hier mit dem Schild ist echt fies. Zack, aber trotzdem habe ich dich. Ja, irgendwo ist ein Bogenschütze. Ich wäre mir nicht mal sicher, ob das ein Zwischenboss ist oder ob das nicht schon der Endboss ist. Und ich habe den Bogenschützen gerade entdeckt. Aber erstmal den hier wegmachen. Und jetzt können wir uns hier um den Bogenschützen kümmern. Nein, nein, nein. Das war gar nicht gut. Das ist das, was ich schon am Anfang gemeint habe. Dass man hier einfach sehr oft aus Blödheit drauf geht. Beziehungsweise, weil man einfach ein kleines Missgeschick hat. So, wir müssen jetzt auf alle Fälle gucken, dass wir da wieder hinkommen. Weil wir ja unsere Seelen wieder brauchen. Du sagst es, ein Fail. Wo man sich halt auch erst dran gewöhnen muss, dass das geht. Weil bei Witcher oder so ist das ja jetzt nicht so schlimm. So, jetzt aber. Hier. Zack. Ich
glaube, die Abstechtechnik ist hier gerade so in den schmäleren Dingern noch gerade das Bessere. So, der steht ja dann auf, ne? Oder auch nicht. Komm, steh auf. Okay, müssen wir ihn erstmal wach machen hier. Wo geht's nicht? Aber so. So, dann hier wieder Stechtechnik. Tada. Haben wir den auch wieder. Die geben zumindest auch relativ gut zählen, ne? So, ich glaube, das hier war ja einigermaßen einfach. Okay, da kniet noch unser Freund. Stirb. So, da mussten wir ja da hoch. Einer ist ja da in die Tiefe gesprungen das letzte Mal. Ist jetzt natürlich schade, weil wahrscheinlich hier... Okay, das sind die Bogenschützen von unten. Weil der liebe Kollege hier... Ach, guck mal, jetzt liegen unsere Seelen hier oben. Und ich dachte... Wir müssten da runter. Ich hab's anvisieren vergessen. Und dich habe ich gar nicht gesehen. Du bist uns ja das letzte Mal ein bisschen... Jetzt locken wir den hier erstmal wieder an. Na komm. Put, put. Brave Schildkröte. So, komm, hau hier wieder drauf. Auch schade. Ja, Batsch, schaut der uns weg, Alter. Steh auf, Mann. Wir machen jetzt kein Bubu. So, erstmal den hier rein. Der ist halt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und weg. Und rein. Schade, hat nicht gereicht. Ich dachte, wir hätten ihn jetzt hier... Ah, den müssen wir bloß noch einmal treffen. Zack. Das letzte Mal, wo sie noch irgendwie ein bisschen blöder waren, war es ein bisschen besser. So. Okay, dieses Mal weiß ich, wo du bist. Ich glaube, dich mache ich jetzt mal als erstes. Aber vorsichtig. Ja, durch Deckungen kannst du auch nicht schießen. So, dieses Mal steche ich nur einmal zu. Okay, das war zu kurz. Jetzt aber. So, haben wir immerhin unser Zeug mal wieder. Und dann haben wir von ihm sogar noch was bekommen. Und dieses Mal sind wir nicht runtergeflogen. Oh. Ach, das wollte ich doch machen. Ach du Scheiße, wie viel sind denn jetzt hier oben? Schnell weg. Wo geht's hier runter? So, erstmal hier so ein Steinchen vernaschen. So, du bist der Erste. Ey! Ach, das sind sogar alles noch so große. Ach du Scheiße. Und während man sich heilt, habe ich gerade rausgefunden, kann man hier dann auch nicht ausweichen. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist nicht gut. Nein, weg. Ach, scheiße. Ja, das glaube ich auch, dass da so eine Feuerbombe drauf gelandet ist. Und das ist der Grund, warum das vorher so schön Bumm gemacht hat. Aber irgendwie finde ich die Stelle jetzt ein bisschen kacke, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, ich probiere es jetzt noch einmal. Dann ist es mir zu blöd. Hier, nimm das. Ich glaube, wir müssen dann echt mal gucken, dass wir hier Ausdauer auch hochkriegen.
So. Und ich hammer wieder. Oh. Dass du nicht aufstehst, wenn man dich berührt, finde ich ein bisschen blöd. So geht's dann dafür wieder. Und dafür kriegst du dann erstmal hier was Schönes ab. Vergesse aber jetzt auch irgendwie immer, dass ich blocken könnte. Weil das zieht ja dann plus Ausdauer ab. Was sie natürlich aber auch mit Absicht so ein bisschen gemacht haben, dass die hier nicht nur blockst, ne? So, dich haben wir auch. Hoch. Und erstmal gucken, dass wir vielleicht wieder an unsere Seelen drankommen. Wo liegen die denn? Ach, ganz da hinten. Okay. Wo ist denn der andere Kerl hergekommen? Aber ich glaube, bevor ich das mache, machen wir erst nochmal den hier. Steht hier aber auch nicht irgendwie hinter so einem Ding. Ich habe jetzt mal eine Idee. Wir locken den hier an. Na komm. Jetzt kommt er. Okay, ich glaube, dafür sind wir aber zu langsam. Nein. Also hier dann mit zweimal zustechen und abhauen ist nicht so. Okay, hier war uns irgendwas im Weg. Und einmal zustechen und weg. So, tot. Gott sei Dank. So, gleich mal auf den Lebensstein umwechseln. So, wenn ich jetzt wieder da hochgehe, dann kommen doch garantiert da wieder zigtausend von diesen Rittern da angeschissen, oder? Ja, natürlich wieder gleich zwei. Ach, auf der Leiter noch erwischt, der Arsch. Dieses Mal habe ich aber eine Idee, wenn ich schnell genug bin. Na, natürlich nicht. Weil jetzt der Depp da kommt. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ach nee, Quatsch, haben wir ja schon nicht mehr. Ah, ich dachte, wir hätten noch jetzt wieder eine Feuerbombe. Ach man. Nee, also ich glaube, die Stelle müssen wir noch irgendwas finden oder irgendwie anders rangehen. Möchte ich aber nicht unbedingt jetzt weiter hier ausprobieren, wie wir da weiterkommen. Und für euch ist es ja dann, glaube ich, auch langweilig. Und wenn wir jetzt hier an so einer Stelle festhängen, und dann mache ich hier einmal beenden.